Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Schirmer und wenn du dieses Video angeklickt hast, dann bist du ja höchstwahrscheinlich auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie du früher ja in Rente gehen kannst, beziehungsweise wie du vielleicht schon mit 60 oder ab 60 ja in die Rente eintreten kannst. Ich könnte dir jetzt viel darüber erzählen, wie viele Abschläge du hast, wie viel oder welche Möglichkeiten es für die Vorsorge gibt und so weiter, aber das soll alles gar nicht Gegenstand dieses Themas sein, weil ich möchte dir heute eine Möglichkeit zeigen, die ja, und davon bin ich tief überzeugt, für jeden Menschen eine wirkliche Chance ist, wenn er die richtigen Voraussetzungen mitbringt oder bereit ist, ja, die richtigen Skills, die richtigen Fähigkeiten sich anzueignen. Und ich bin mir sicher, wenn du jetzt einfach mal vorurteilsfrei dir dieses Video bis zum Ende anschaust, dann wird auch das, was ich dir jetzt zeige, für dich eine wirkliche Möglichkeit sein. Natürlich, ob es für dich dann was ist, muss letzten Endes du entscheiden. Ja, das kann ich nicht für dich tun, aber eins kann ich versuchen, dass du dich mit diesem Thema, ja, dass du dich drauf einlässt und dass du ja dir weitere Informationen einfach zu diesem Thema mal ansiehst und völlig vorurteilsfrei an das Thema dran gehst. So, das war jetzt aber viele Vorworte. Lass uns gleich loslegen, ja. Viele Menschen, ja, die ja jetzt so, ich sag mal, mittleren Alters sind und so langsam auf die Rente dann aber auch zugehen, die machen sich da immer mehr Gedanken, wie kann ich denn die Altersvorsorge aufbessern oder wie kann ich ja meinen Lebensabend quasi so sichern, dass ich ihn nach meinen Vorstellungen dann auch leben kann, ja, dass ich nach den eigenen Vorstellungen leben kann. Und wenn wir einfach mal schauen, die durchschnittliche Rente war 2018 ja 1219 Euro. Dazu werden dann natürlich noch Krankenversicherungsbeiträge, Pflegeversicherungsbeiträge abgezogen, sagen wir nochmal rund 10%, dann kommst du auf 1100 Euro. So, das ist der Durchschnitt. Viele haben natürlich drunter, manche haben etwas mehr. Das sind die Durchschnittsrenten laut Angaben der Deutschen Rentenversicherung. So, und jetzt natürlich die Frage, ja, was nützt einem im Alter, ja, 1000 Euro, wenn die Miete schon 600 oder 700 Euro beträgt, dann hat man noch 300 Euro zum Leben, muss vielleicht noch gewisse Umkosten oder gewisse Hobbys oder so finanzieren. Das heißt, man hat nicht wirklich sehr, sehr viel Geld im Monat, um ja seinen Lebensabend auch vernünftig zu leben. Was nützt einem, wenn man Zeit hat, aber kein Geld? Ja, um ja die Zeit, die man hat, eben halt schön zu verbringen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, nach einer Möglichkeit zu suchen, wie man das Ganze eben für sich besser gestalten kann. Und viele Menschen haben dieses Thema erkannt und haben festgestellt, dass allein ja mit monatlicher Besparung in den Altersvorsorgevertrag, dass es damit halt selten getan ist. Und ich sage dir auch gerne, warum. Wenn du zum Beispiel 333 Euro, warum die Zahl? Ganz einfach, bei 100.000 Euro kommt dann diese Zahl raus, deswegen so eine ungerade Zahl. Wenn du 333 Euro monatliche Rente zusätzlich haben willst, und ich nehme jetzt heute mal ja einfach das Zinsumfeld und habe es auch sehr positiv gestaltet, ja, also gar nicht so negativ, wie aktuell eigentlich tatsächlich das Zinsumfeld und so weiter ist, und du möchtest 333 Euro monatliche Zusatzrente haben, was dann eine Rente von 1400 Euro in etwa bedeuten würde, ja, dann hast du, wenn du 100.000 Euro Kapital hast und dieses Kapital zu 4% Verzinsung anlegst, möglichst sicher, weil du möchtest ja lange diese Rente haben und du willst, dass sich dieses Kapital nicht aufzehrt, dann hast du bei 4% eben eine monatliche Rente von rund 333 Euro. So, jetzt muss natürlich diese 100.000 Euro aufbauen, ja. So, und wenn du jetzt noch 15 Jahre Horizont bis zu deinem Renteneintrittsalter hast und du bekommst für dein Geld, was du anlegst, ja, 4% Verzinsung pro Jahr, dann brauchst du bei 4% 408 Euro monatlich, die du investierst, damit du die 100.000 in 15 Jahren hast. Bei 6% sind es 348, bei 8% 296 und bei 10% 250. Ich möchte jetzt gar nicht die Diskussion anfangen, kann man 10% kriegen, kann man 4% kriegen. Das darfst du für dich selbst einfach entscheiden, ob du der Meinung bist, dass du aktuell in der Lage bist, 10% Verzinsung zu erzielen und dann sind es 250 Euro, die du monatlich investieren musst, um diesen Betrag zu haben. So, und ich möchte aber jetzt heute eine Möglichkeit zeigen, mit der du kein Geld investieren musst, ja, und es schaffen kannst, in deutlich schnelleren Zeitraum als in den 15 Jahren, ja, dir eine zusätzliche Rente aufzubauen, ein wiederkehrendes Einkommen aufzubauen, was höher ist als das, was du nach
30 Jahren oder 40 Jahren, 45 Jahren, ja, Berufstätigkeit, die er an Rente aufgebaut hast. Und diese Möglichkeit, über die, wo ich sprechen möchte, ist Network Marketing. Und ich will dich einfach bitten, bleib bis zum Schluss beim Video dabei und sei einfach mal offen, ohne Vorurteile gegenüber dieser Möglichkeit. Ja, also, viele Menschen haben dann das erkannt, dass es nach 45 Jahren relativ wenig ist, und es gibt im Network Marketing Erfolgsgeschichten. Das Internet ist da auch voll davon, ja. Auch bei uns im Unternehmen, es gibt Menschen, die innerhalb von 2 Jahren, ja, sich ein wiederkehrendes Einkommen aufgebaut haben, was höher ist als das, was sie in 45 Beitragsjahren oder Arbeitsjahren, ja, in der gesetzlichen Rentenversicherung sich aufbauen konnten. Und das ist eine Überlegung wert, weil egal in welchem Alter, das du jetzt gerade bist, ja, 2 Jahre hast du immer die Möglichkeit, ja, dir was aufzubauen. Du hast die Möglichkeit, alles, was du ab heute tust, ja, quasi in dieser Geschäftsform, ja, Network Marketing, alles, was du heute tust, zahlt darauf ein, dass dein Einkommen sich Monat für Monat erhöht. Natürlich, wenn du die richtigen Dinge tust. Aber Geld allein ist nicht alles. Gerade für Menschen, die, ja, ich sag mal, in Rente gehen, stelle ich häufig fest, dass es noch ein paar andere Punkte gibt, die für diese Menschen einfach wichtig sind. Es gibt auch, ja, auch in unserem Partnerunternehmen Menschen, die sind gar nicht, die machen die Tätigkeit gar nicht des Geldes wegen, sondern weil sie einfach eine sinnvolle Aufgabe suchen, weil sie, ja, ein Stück weit Anerkennung für ihre Tätigkeit suchen oder weil sie sich einfach auch, ich sag mal, soziale Kontakte aufbauen, weil sie dann eben mit Menschen zu tun haben und nicht einsam alleine daheim sind. Weil auch wenn du viel Geld hast, wenn du viel Zeit hast, Einsamkeit ist natürlich auch keine schöne Vorstellung. Und das alles, also die Möglichkeiten, Einkommen aufzubauen, Anerkennung, sinnvolle Aufgabe, soziale Kontakte, das alles bietet dir Network Marketing oder auch Multilevel Marketing genannt. Und Network Marketing ist nichts anderes wie eine Vertriebsform, die immer mehr Unternehmen erkennen und ja, für sich nutzen. Ja? Beim Network Marketing ist es ganz einfach so, du hast ein Produkt, du hast die Möglichkeit, dieses Produkt an andere weiterzuempfehlen, zu verkaufen, wie auch immer du es nennen willst, und du hast die Möglichkeit, dir ein Vertriebspartnernetzwerk aufzubauen. Und in diesem Vertriebspartnernetzwerk und an dem Verkauf deiner Produkte wirst du finanziell beteiligt. Das heißt, wenn du heute einen neuen Kunden gewinnst, dann wirst du so lange an diesem Kunden finanziell partizipieren, solange der Kunde eben deine Produkte halt auch nutzt. Wenn du ein Vertriebspartnernetzwerk aufbaust, dann wirst du an den Umsätzen der Vertriebspartner finanziell beteiligt. Das heißt, du hast 2 Einkommensströme, die du dir aufbauen kannst, die auch dann fließen, wenn du aktuell jetzt gerade nicht im operativen Geschäft tätig bist. Das ist zum einen das Einkommen aus deinem Kundenstamm und es ist das Einkommen aus deinem Vertriebspartnernetzwerk. Ja? So, und der Krisenvorteil im Network Marketing ist eben, und das steht hier oben drüber, Chancengleichheit. Ja, jeder, der im Network Marketing startet, hat die gleichen Rahmenbedingungen. Ja, das Unternehmen hat für jeden Vertriebspartner den gleichen Karriereplan und jeder kann in diesem Karriereplan wieder aufsteigen oder halt eben nicht. Das Einzige, was zählt, ist Leistung. Und aus diesen beiden Themen heraus, ja, Einkommen aus dem Gewinn neuer Kunden, Einkommen aus dem Aufbau des Vertriebspartnernetzwerks, ergibt sich eben die Möglichkeit, sich ein wiederkehrendes Einkommen aufzubauen. Viele nennen es auch passives Einkommen, ja, oder könntest auch Rente dazu sagen. Und wo ist da der Unterschied? Und das muss man einfach wissen, wenn man im Network Marketing startet, weil du baust nicht über Nacht, ja, dir ein passives Einkommen oder ein wiederkehrendes Einkommen auf, sondern es bedarf auch seiner Zeit, ja. Bei dem einen geht es früher, bei dem anderen dauert es halt etwas länger. Es kommt auch immer drauf an, ja, welche Fähigkeiten bringst du mit, welche Fähigkeiten musst du dir erst aneignen. So, und wie sieht es normalerweise aus? Wenn du jetzt vielleicht aus dem Angestelltenverhältnis kommst, dann hast du bisher dein Einkommen gehabt und das ist so im Laufe der Zeit ganz leicht gestiegen. Das heißt, du hast quasi ein lineares Einkommen. Ja? Im Network Marketing ist es so, du startest heute, es ist für dich eine völlig neue Welt. Natürlich musst du dann auch erstmal gewisse Dinge einfach lernen, musst gewisse Dinge umsetzen, musst deine Erfahrungen machen. Das heißt, du beginnst hier bei Null. Manchmal bei je nach Unternehmen auch im Minus, weil du zuerst mal investieren musst, vielleicht in eine Starterausrüstung und so weiter. Aber diese Investitionen halten sich in der Regel auch im Rahmen. So, und jetzt fängst du an.
gewinnst deine ersten Kunden. So, und jeder neue Kunde, der dazukommt, ja, der sorgt dafür, dass dein monatliches Einkommen quasi wächst. So, dann baust du zusätzlich parallel Vertriebspartner auf, dann kommt der erste Vertriebspartner dazu, dann hast du vielleicht 10 Vertriebspartner, irgendwann hast du 100 Vertriebspartner, irgendwann hast du vielleicht 1000 Vertriebspartner und. Wie viel ja du hast, liegt an dir und an deiner Fähigkeit, deine Partner quasi zu schulen und auszubilden, damit diese das Geschäft ebenfalls betreiben können. Ja? Und der Vorteil ist ganz einfach, du duplizierst bzw. multiplizierst deine Zeit. Wenn du alleine bist, ja, dann hat dein Tag 24 Stunden maximal und in diesen 24 Stunden kannst du aktiv werden. Hast du ein Team mit 10 Leuten, dann könnt ihr schon 240 Stunden aktiv werden. Ja? Hast du ein Team mit 100 Leuten, ja, dann sind es schon 2400 Stunden pro Tag. Ja, also klar, keiner wird jetzt 24 Stunden am Tag arbeiten, dafür gibt es ja auch, man muss ja auch noch schlafen und so weiter, aber das ist einfach mal nur so, damit man das Prinzip dahinter verstehen kann. So, und dein Team wächst ab einer gewissen Größe auch ohne dein Zutun, wenn du deinen Teampartner richtig geschult und ausgebildet hast und die Chance genauso sehen wie du. So, das heißt, dein Einkommen wächst hier Stück für Stück, du hast also am Anfang weniger, ja, wie beim normalen Angestelltenverhältnis. Dein Einkommen wächst langsam mit jedem Kunden, mit jedem Teampartner. Und irgendwann, ja, ist dein Team so groß, dass du einfach aus der Masse heraus mehr verdienst, ohne dass du mehr Zeit einsetzen musst. Ja, weil, wie gesagt, ja, 100 Leute Tag für Tag, ja, mitarbeiten. So, und das nennt man dann exponentielles Einkommen. Das heißt, du kommst irgendwann an den Punkt, wo dein Einkommen steigt, auch wenn du nicht mehr operativ tätig bist. Ich habe das jetzt hier extra übertrieben, so ein bisschen dargestellt, dass man sich's vorstellen kann. Okay, und so musst du das Ganze auch sehen. Und jetzt habe ich schon ein paar Dinge mit eingebaut, auf die ich jetzt nochmal eingehen will. Für wen ist denn das jetzt wirklich geeignet? Ja, weil man muss da auch wirklich, man muss da schon auch ein bisschen Klartext sprechen, weil, wie du schon festgestellt hast, handelt es sich hier um eine unternehmerische Tätigkeit. Eine unternehmerische Tätigkeit, die aber sehr, sehr viele Chancen bietet, die kein Risiko des klassischen Unternehmertums hat, weil du musst keine Löhne bezahlen. Also alles, was dein Team hier quasi dann erarbeitet, die Verprovisionierung, ja, das Auszahlen der Gehälter, das läuft alles über das Partnerunternehmen. Damit hast du also nichts zu tun. Die Aufgabe, die du täglich tun musst, ist eben dein Marketing machen und deine Vertriebspartner dementsprechend zu schulen und zu coachen, ihnen zu helfen. So, und das bedarf natürlich unternehmerischem Denken und Handeln. Und je früher du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, desto schneller und länger hast du was davon, weil du in dieses Thema ja hineinwächst. Ja? Das ist meine tiefste Überzeugung, jeder, der wirklich bereit ist, diesen Weg zu gehen, der kann sich die erforderlichen Skills aneignen. Vielleicht dauert es länger, ja, vielleicht dauert es aber auch nicht so lange, wie man denkt, ja. Ich komme zum Beispiel aus dem klassischen Handwerk und ich hatte von Unternehmertum überhaupt keine Ahnung, ja. Ich habe mir das in den letzten 13, 14, 15 Jahren alles durch Tun, durch Hilfe, durch Coaches und Mentoren mir quasi angeeignet und das kannst du auch, ja, wenn du wirklich das Ziel hast, hier für dich, ich sag mal, eine Rente aufzubauen, die, ja, wo du sagst, mit dieser Rentenhöhe fühle ich mich wohl. So, das heißt, wir brauchen also unternehmerisches Denken. Wir müssen also auch langfristig denken. Wir dürfen nicht erwarten, dass wir über Nacht ein riesiges passives Einkommen haben, sondern wir müssen erstmal hier kräftig investieren. Zeit, wenn du möchtest, natürlich auch Geld für Marketing etc. Und dann die Früchte unserer Arbeit dann zu ernten. Und wenn du jetzt heute noch, ich sag mal, Zeit hast bis zum Renteneinkommen, dann solltest du wirklich darüber nachdenken, weil dann hast du nämlich auch noch die Zeit, um dir in Ruhe parallel zu deinem jetzigen Job dir quasi eine Rente aufzubauen, die dann den Namen Rente auch wirklich verdient, aus meiner Sicht. Ja? So, dann der zweite Punkt, du musst auf jeden Fall coachbar sein. Gerade wenn du keine Erfahrung in dem Bereich hast, ist es wichtig, dass du, wenn du in einem Network-Marketing-Unternehmen einsteigst bei einer Person, dass du die Dinge, die dir geschult werden, ja, dass du die auch umsetzt. Ja, du lernst von Menschen, die schon weiter sind wie du, egal wie weit sie sind, ja, sie sind weiter wie du
Und dann nimm diese Dinge an, weil die wissen, die Menschen, die weiter sind als du, die wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und deshalb ist es wichtig, auch coachbar zu sein, nicht zu meinen, man muss das Rad neu erfinden, weil meistens funktioniert es nicht. Ja? So, und dann ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die Eigeninitiative. Ja? Wie ich schon gesagt habe, die Hauptaufgaben sind tagtäglich neue Kunden gewinnen, neue Vertriebspartner gewinnen und diese Vertriebspartner dann schulen, sodass sie von alleine ebenfalls gleiche Ergebnisse produzieren können wie du. Und das ist das ganz Entscheidende. Und hier ist es wichtig, deswegen mache ich das hier ein bisschen größer, und hier ist es wichtig, dass du Eigeninitiative betreibst, dass du in der Lage bist, ja, deine Aktivitäten auch selbst zu organisieren, weil im Gegensatz zum Angestelltenverhältnis hast du halt niemanden, ja, der dir morgens sagt, was du heute zu tun hast, sondern du musst dich alleine für diese drei Aufgaben motivieren, du musst dich organisieren, damit das Ganze vernünftig läuft. So, und dann ist auch ein ganz wichtiger Punkt, du musst für dich ein Problemlöser sein, weil wenn du jetzt mit dem Unternehmertum noch nichts am Hut hast, so wie es bei mir damals war, dann hast du zwar Menschen in deinem Team, die dir helfen, nichtsdestotrotz musst du trotzdem von dir aus und du wirst zwangsläufig an Herausforderungen kommen, das bleibt gar nicht aus. Und wenn du über die Herausforderung drüber willst, dann musst du in der Lage sein, Probleme zu lösen. Du musst also in der Lage sein, auch mal eigenständig, ja, dir über gewisse Sachverhalte Gedanken zu machen, die auftreten können, und musst dir Lösungen dafür überlegen. Ja, ich sage immer, heute ist ja jede Lösung eigentlich nur ein Klick in Google weit entfernt. Das heißt, wer mit Google arbeiten kann, ja, der wird auch in der Regel schnell Lösungen für seine Probleme finden. Hast du mal Schwierigkeiten mit dem PC? Ja, du kannst deine Ableitung anrufen. Du kannst aber auch lernen, ja, indem du zum Beispiel gezielt nach dem Problem im Internet suchst und dann die Lösung dafür findest. Ja? Eigeninitiative, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist einfach wichtig, wenn man unternehmerisch tätig ist. So, ich hoffe, du konntest das hier alles lesen, weil es ja doch sehr, sehr klein ist. Ich hoffe, dass dieses Video für dich hilfreich war, dass es dir einen Mehrwert bietet. Wenn dem so ist, dann teile es gerne auch mit deinem Netzwerk, gib der Sache einen Daumen hoch. Wenn du Fragen hast, komm gerne auf mich zu, nutze da auch die Kommentarfunktion. Wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte mich näher mit dem Thema Network Marketing beschäftigen, dann findest du unterhalb des Videos die Möglichkeit, dir kostenlos weitere Informationen anzufordern. Und und wenn du auf der Suche bist nach einem Partnerunternehmen oder nach einem Team, ja, mit dem du gemeinsam wachsen kannst, ja, und der dein Einkommen aufbauen kannst, dann findest du dort alle weiteren Informationen, hast auch die Möglichkeit, auf mich zuzukommen. Und dann lass uns einfach mal miteinander sprechen und einfach, dann schauen wir einfach gemeinsam, ja, A1, ob wir das hier hinkriegen, und A2, ob welche Möglichkeiten du ganz speziell in deiner Situation hast. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.